in dem in so Strategiespielen bin und deswegen machen wir jetzt das einfach normal so. Ne? Welcome. Tempest Citadel is a team manager game that puts you in command of a company of explorers marooned on a planet ravaged by endless storms. You're a high-level strategist and commander. The details of combat can be delegated to your officers. Uh-huh. You'll build a base and explore this planet, adapting your technology and crew to face unknown challenges. Genau, also falls irgendwer eine Ahnung hat, warum ich das schon mal angespielt habe, aber dann irgendwie nichts mich so dran erinnere oder irgendwie nur eine halbe Stunde gespielt habe, please do tell. Ich wäre schon interessiert daran. This short tutorial will show you the basics, use the question mark help button and tooltips for more details. The current tutorial task is shown in the top left with an X button to skip. If there's no tutorial task shown, you're free to play on your own. Sometimes you will need to advance time to reach the next event in the campaign or allow your workers to complete a project. Okay, also hier. Klicken, um lesen. Awaken, Captain. The time has come. We have traveled farther from our home than we could have dreamed. Everywhere I direct my optics and sensors, I can find none of the constellations or galaxies we saw in the skies above Stera. The stars are older here. The darkness of space is still pure, and the planet we commissioned to colonize is nowhere in sight. Ich erinnere mich tatsächlich so langsam hier so ein bisschen daran. Jetzt wird tatsächlich die super geheime Mission unlocked und so. In its place, the ship has taken us to a world whose like we've never seen. We entered orbit only minutes ago. After conducting repeated diagnostic tests on our navigation propulsion systems, my findings are conclusive. This is no mistake. Everything that they told us about this year-long voyage was simply a lie. This planet is and always was our destination. And now something has taken control and is drawing us into the atmosphere. Oh no! From here on, I am no longer permitted to make executive decisions. This is why I have revived you early. You are the one who decides. I must ensure that any lingering effects of cryostasis have not impaired your consciousness, your reasoning, or your memories before I can relinquish control. So I must ask this of you before our true mission can begin. Tell me who you are. I am a castaway orbiting an enchanted planet. Let's land. Es wäre witzig. Es wäre witzig. Yes, sir, Captain. Hä? Was? Ich hab doch gerade das Falsche geantwortet. M. Ayer with call signs Sparks, the senior systems officer and AI of this ship. As my programming directs, I'm at this moment reviving the other five senior officers, informing them of our situation. The rest of the crew will remain in cryostasis until you direct otherwise. We will enter the planet's atmosphere in 30 minutes. Ich bin irritiert. Ich habe doch gerade eindeutig die falsche Antwort ausgewählt, oder? There's something else, Captain. It seems that hearing your voice has unlocked a set of encrypted files on my mindframe. As they are addressed to you as eyes only, only you will be able to access them. If they are from the Authority, they may detail our true mission parameters. Extract true mission from Vault. The Vault! Specific items of importance to your mission are stored in the Vault. This including items of significance to the mission, such as briefing documents, as well as any historical or cultural data you may find on the planet. Selecting an item in the fragments list will highlight it in the collection. A summary of the items found at the bottom of the report is located to the right. Okay. Dann schauen wir uns nochmal unsere wahre Mission an. Ah, ich erinnere mich. Ich weiß wieder, warum ich aufgehört habe zu spielen. Ich glaube, ich war echt zu müde und das war viel zu viel Text. Und dann hatte ich keinen Kopf mehr dafür. Und ich wollte euch das gescheit zeigen, weil es ja, weißt du, die Leute haben sich ja Mühe gegeben und gesagt so, hey, hier, kannst du bitte unser Spiel zeigen. Dann will ich das auch ordentlich tun und nicht so lumpig daher irgendwie wie so ein inkompetenter Idiot herlabern. Und ich kann nur wie ein inkompetenter Idiot daherlabern, wenn ich komplett müde bin. Von daher, genau deswegen habe ich es beendet. The memories, the return.
So, also, nur für den Captain der Cedar IMV 2037. Private Memo from the Admiral of the Terran Fleet, dated December 16, 2037. Okay, in 19 Jahren. Do you remember that night we saw the star falls as kids? Ich couldn't have been older than 8 and I wasn't much older. Okay. The four of us were at my parents' house, lying on the roof, freezing our asses off, looking up at the night sky and dreaming the dreams of kids. I tried telling you all it was even cold in space. No one believed it. But what did any of us really know back then? None of us had ever been outside our warm little hometown in the south. We never even seen snow. Then that streak across the sky lit everything up in red and white. The ground shook like the stomp of some great giant, and everything started changing. I want you to remember that night. Hä? Die Anführungszeichen fangen hier an und hören nicht auf und hier fangen sie nochmal neu an. Okay. Und hier fangen sie auch nochmal neu an. Okay. I want you to remember how 14 days later Secretary General Ming's announcement broke apart everything we had grown up believing about the universe. I want you to remember that feeling, being terrified and exhilarated by longing to look up into the stars and know what it is we saw, because we didn't anymore. Not after that. This is the truth of it. What we call the interstellar gift wasn't a piece of wreckage from an alien vessel. It was a full-sized shuttle pod containing blueprints, parts to build a spaceship, and a message. Somewhere out there, there was a civilization that offered untold technological secrets in exchange for help. Your mission was never to colonize Solem, it was to answer this call. The planet of the gift's origin, which we've named Indra, is farther than you can imagine. Shudaname, by the way. You'll think you've spent a year in cryosleep traveling with an iron propulsion engine. In truth, you just spent a year moving through hyperspace to reach a part of the universe we can barely see. The problem is, the hyperspace drive aboard the Cedar needs one vital component to start a jump. An original component found in the interstellar gift. The scientists just called it a catalyst. If you're reading this, then you would have arrived at Indra and your voyage there would have been expanded, the one catalyst we were given beyond reuse. Maybe these wise aliens never intended for you to return home. We don't know for sure. At any rate, you'll need to scour the planet and find another before you can come home, otherwise you never will. Das ist ein bisschen unpraktisch, dass wir nur einen von diesem Katalyst hatten. Einen von diesen Katalysatoren, weil so hätten wir natürlich auch nicht üben können, ob denn das jetzt so alles funktioniert, wie es denn funktioniert und was das denn für Einflüsse hat auf Menschen, wenn wir einfach in den Hyperspace springen. Also kann ja sein, dass für Menschen das total scheiße ist, wenn sie im Hyperraum sind. Das können ja die Leute, die das Schiff gebaut haben, nicht unbedingt wissen. Ja, sind ja schätzungsweise keine Menschen, oder vielleicht wenn doch, dann sind sie dann aber vermutlich doch ein bisschen anders als wir. Also falls ihr mal in der Situation seid, schickt nicht einfach nur eins, sondern schickt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Dutzend, damit die Leute experimentieren können, ob dann auch alles funktioniert, wie es soll. So. Aber ja, for what it's worth, I'm sorry I kept this from you. If you could only see and understand what these beings showed us, that we're capable of in just a small piece of their knowledge, you'd know we had no choice. Terra can't sustain itself with the way it's going. We need this. The Terran company you're leading might not be military in the name, but deep down, you're a soldier. You've always been a soldier, more than I could ever be. So do the mission, do it and come home, if for no other reason than to break my jaw for this after you do. Ja, also,
Kollegen eine reinfetzen, weil er mich irgendwie auf eine, ja, red mal die Erde hier, bitteschön, Mission geschickt hat, ist ja schon ein bisschen, ist schon ein bisschen Arsch, die Aktion, aber ja gut. We've never abandoned you, we believe in you, we know you'll find your home, way home. Even though you and I lost touch a long time ago, I remember the kid I grew up with. I saw it in you every day then, and I saw it again the day I came to recruit you. You never compromise, you always stay true to yourself. And that's who we need. Don't think of what we told you as a lie. See your true mission on this new planet as a truth, which you'll discover and bring home to all of us. With over 100 of Terra's best and brightest at your back. Never forget, a good captain leads, but he does not march alone. Your mission is simple. Go to Indra and learn from its civilization. Study their technology, absorb their wisdom, and return home with the only thing that they can, that can keep us going. Power. Oh man. Das war lange, ey. Bin jetzt schon wieder müde davon, ey. I understand our present circumstances may be overwhelming. As I did, you will feel outraged, you will feel betrayed, you will feel abandoned to a fate of silent death or for the greed of the dark-hearted men. However, I would ask you this. What is there to do but move forward and survive? Ja, gibt halt auch nichts anderes. Wir können jetzt nur irgendwie schauen, dass wir es jetzt irgendwie gebacken kriegen. Scheiße hier. Und dann schauen wir uns mal unsere neue Welt an hier. Unsere neue Welt hat uns gar nicht so gern, scheint mir. Upsala. I'm going down. We're yelling timber. It is time for your first combat mission. You must wake some crew from Chrysleep and assign them to a squad to defend the ship. Gut, wir wecken die jetzt. Do not go gentle into the night. Rage. Captain, I realize you will stay. Still have many questions. This is not the time. Damage to a ship has rendered us unable to fly, and we are in danger. My sensors show multiple life forms of considerable size and numbers closing in on our location. Likely drawn by the commotion of the crash, their movements suggest feral wildlife. I do not need to say what the harshness of the environment would suggest of their disposition. My scans show that the damage is serious. The repairs will take time. Fortunately, our crisis system remain fully functional. Verschluckt here. We can immediately revive a small crew for the operation. We must quickly. We'll need soldiers to defend the ship against the herd. While our engineers man the ship, you have to choose the composition of the team carefully. Which of our crew should be revived first? So. Also, dann schauen wir doch mal. Was ist er denn? Er ist Soldat. Achi. Okay, anscheinend. Oh, was? Die sind tot? Das ist ja scheiße, warum ist die tot? Und warum sind vor allem so viele tot? Ist ja was? Hier 7, keine Ahnung. 20, 30 Stück fast. Was soll die Scheiße hier? Ach coolio, wir können einfach alle wecken. Ach so, ja, das war jetzt natürlich dumm. Ich hätte nicht alle wecken sollen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, vielleicht war es doch gerade okay.
12 von 12. Gut. So, Squad. Your landing craft was has a limited capacity for squad members and so your combatants more advanced so the line can be expanded. So, die sollen wir nehmen und die Scavengers auch, weil die bringen dann Krempel wieder mit rein. Gut. Deploy. Und start the battle. Gut. Diese Nase, ey. So, Competent Tempest is a little about creating the best squad for each mission. Controlling your troops during battles optional. Unlike in RTS, your troops can fight entire battles automatically. Their tactics are based on equipment and abilities assigned to them. So, genau, hier sehen wir irgendwie komische Käferli. Da sind zwei Käferli. Da sind nochmal zwei Käfer. Hier sind zwei. Da sind drei. Das heißt. Okay. Das heißt, hier haben wir hier 4, 6, 8, 10. 10 Käfer, die ich auch hier hätte sehen können. Wunderbar. Okay. Haben wir einen von unseren Leuten verloren? Nein. Aber sie hier. Ja. Ah gut, KO. Das heißt, ich kann vermutlich sie dann gleich wieder mitnehmen. Weil ich fände es schon scheiße, wenn sie dem direkt gestorben wäre. A new wave of hostiles has been detected, Captain. No creatures. Humanoids with advanced equipment. They're launching a barrage of some kind of sleep gas. Our engineers don't stand a chance. Das ist ja kacke. Und jetzt? Senior Production Officer Malcolm Harcraft, callsign Hammer, reporting in, Captain. Might remember me as the old guy who put you under the table at a drinking contest the night before we left Terra, huh? Then again, maybe you wouldn't. Operation was a success. Our soldiers drove the herd away long enough for my guys to fix the airship. We'll be airborne again in a few. Dog, and it ain't all candy and sweets, though. The group who attacked us didn't kill any of my engineers. But they did make off with a piece of our terraform engine. Bonehawk's tracking him down. Don't worry, she'll find the bastards. Those animals out there, they were something else too, huh? Makes our lines back home look like kittens. And something tells me the welcoming party was just a lightweight in the families. We're gonna need to keep our soldiers out of cryostasis. Just my suggestion. My team's got enough to keep the ship together, but also you also need to start bringing up other folks soon. Medics, researchers, it takes a village boss, and you're the chief. Yay! So, wir können wenigstens wieder fliegen, das ist doch schon mal gut. Die Frage, ist die eine Person, die bei der Mission umgekippt ist, jetzt tot oder ist die tatsächlich nur K.O. gewesen? Das fände ich jetzt irgendwie scheiße, wenn sie nicht überlebt hätte. Bonehawk, Senior Scavenging Officer, Bonehawk. Hog at your service, Captain. Because life's never without irony. When you see a drink in my hand, call me Brenda. I have the locations of the tribesmen who stole our terraform drive. The fact that they managed to travel as far as they did in this kind of hostile terrain tells me they aren't simply resilient. They know this land and they know it well. Ja, was hätten wir denn anders erwarten sollen von den Leuten, die hier wohnen, ne? Ich komme auch wunderbar in Karlsruhe zurecht. Heißt nicht, dass ich jetzt total widerstandsfähig bin. Aber gut. Right now, they're still on the move. They haven't made it back to their home base. It seems like... But it's likely to change. If we don't act now, we may lose Terraform Drive for good. And our mission will be lost.
You can leave the scouting to me and the ship scanners. We'll only need combatants for the dispatch team and they'll have to move fast. Who should we send? So, jetzt sehen wir den gesamten Planeten. As well as largely at wilderness throughout in storms, while we need to detect the sites of interest, they will be marked on the map. The shaded area shows the range of your landing craft through the storms. As captain, you decide which mission to undertake from the world map. Send your squad to investigate the site. You can change the squad's tactical style and attack to favor different formations and weapons. Okay. Das heißt, wir wählen natürlich jetzt hier das aus. Launching the lander triggers fast time to give your ship time to travel. The current date and time control is at the top. Vermutlich hier. Time is a valuable, a limited resource and temper citadel. If you waste too much time and don't grow powerful, your opponents will crush you. In between tight missions, it is your decision to spend time on projects at base or advance time to get on with the campaign. Okay, die sind jetzt gelandet, also jetzt mal in den Kampf rein. Irgendwie habe ich meinen Squad nicht geändert, aber anscheinend sind hier wieder 6 Leute da, das heißt vermutlich alle wieder da. So, das heißt, die sind... Okay, die sind irgendwas zwischen Caution und Aggression. Assault und Focus. So, warte mal, wir haben jetzt hier... Ja. So. Immer noch ein Wedge. Warum sie hier? Und warum nur sie? Okay. Wollt ihr da nicht irgendwie stehen bleiben? Genau, wechselt jetzt mal am besten auf Assault, wenn es geht, weil die stehen wunderbar in der Gruppe. Und sieht man hier auf die... Komm, du darfst da wieder hier dazu. Okay, cool, wir haben es geschafft. You will usually be given the choice of viewing a battle report after battle. This ranks the strongest units on each side and lets you know if anyone has been crippled or fatally wounded. If you have medic points, you can spend them to heal your troops. Okay, wir haben keine Verletzungen bekommen, sehr gut. Und anscheinend war Jax unsere Beste. Voll gut. So, the Beast of Sunrise. Does the reporting in, Captain? I know my age might not show it, but I'm the senior combat officer on board. Ja, schön. The pursuit mission was only a partial success. We routed the enemy and took back the terraform drive, but we realized too late that the drive's core was removed. The one tribesman we got away must have taken it. Warum lasst ihr auch einen fliehen? Ernsthaft? We know which direction they went, but there's been a rise in electromagnetic activity in the area. It'll take some time before we can pinpoint the location. In the meantime, Patch took some samples from the enemy's body to study their physiology. He said he'd have his findings ready soon. Also spoke with a soldier who was in a fight. Apparently these beastmen have a war cry. Vulgar. Hmm. Keep wanting them to call them alien, but that's not right. Weird invaders here. Ja, sehr richtig. So, warte mal. Frage ist...
Es ist, da das jetzt hier irgendwie alles kein, da das hier alles ja keine Dings hatte, keine Sprachausgabe, hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass ich irgendwo vielleicht die Sprache ändern kann, aber geht nicht. Weil es, weiß nicht, wie für euch es ist, aber ich jetzt alles übersetzen, das will ich ganz auf jeden Fall nicht. Und es einfach nur vorzulesen. Na. Ich hoffe, es funktioniert, geht für euch. Wenn nicht, sagt einfach Bescheid. Dann schauen wir nochmal, vielleicht muss ich einfach dann tatsächlich nochmal Steam neu starten und auf Deutsch stellen, damit wir das Spiel hier auf Deutsch spielen können. Aber gut. Captain, I need to speak with you, it's about the crew. Besides the six of us, seven with Officer Sparks, and the crew members who have arrived, the rest of the crew currently remain in cryosleep to extend the longevity of our food stores. Yet, whether awake or sleep, as it is, 100 living Terrans are supposed to be on board. Only something has gone wrong, Captain. 20 men and women have died in cryostasis. The cryotubes have slowed decomposition amounts to nothing, but I've confirmed that they died right at the start of our voyage, all at the same time. Right now, only you and I know of this. Clearly, such a death toll could have disastrous impact on our crew if we let it be known. Panic could be the best case scenario. As such, I have already isolated the cryotubes containing the deceased into one of the five halls of the cryogenic decks. Discreetly, of course. As I see it, we have two options. Our first is to simply leave them there. If we are to believe the wonders hidden in the world below, we may find a way to reverse what's happened to them. In the meantime, they will continue to use up energy. The other option is more practical. Rather than hold out for some fantasy miracle, we can liquefy the bodies for resources to sustain the ship. Doing so would reduce energy use and increase the number of Terrans we can revive. I do not mean to sound cruel, Captain. I could say that using their deaths to help the mission honors their sacrifice, but the truth is, dead is dead. I have not seen it undone. What say you? So, was glauben wir? Dass der Planet unter uns so magisch ist, dass er uns so fortgeschritten ist, dass er auch so scheiße wie tot wieder fixen kann? Wir glauben jetzt einfach mal dran. Wir sind hoffnungsvoll und deswegen halten wir die. I understand. I will not speak of this again unless it is needed. No one will know about us. I will leave the why of this tragedy unspoken. The fact alone that the 20 people who now lie dead were distributed in all five rooms of the Cryostasis deck, not to mention spread proportionately across all functional disciplines, leaves little to be imagined. They were chosen. The pertinent question is, by whom? That is all for now, Captain. Oh, but before I neglect to formally introduce myself, my name is Huang Min. Callsign Patch, as our superiors so clever thought imply, I am the senior medical officer at your service. I apologize that I could not meet with you before our voyage. Had I known I was the last of the crew to be collected, I would not have let myself be detained elsewhere. I had doubts as to who could bear the burden that comes with a mission like ours. After meeting you today, I can see that my doubts were unfounded. Welcome aboard, Captain. Okay, Patch. Okay. Defense, we intercepted a radio transmission not long ago, originating from the area in which we've been searching for these members of the so-called Vulgar. If the ones who stole our drive core have been struggling to find their way back on foot, it's likely they may be headed there now. Also ein bisschen seltsam, Leute einfach danach zu benennen, nach was sie schreien, wenn sie angreifen. Es wäre so, als würden wir irgendwie, keine Ahnung, die Deutschen statt Deutsche nennen, Angriff nennen oder so. Oder Attacke. Oder auch sonst irgendein anderes dummes Wort aus unserer Sprache. So, aber egal. Bonehawk hat jetzt entschieden, dass das die Volga sind. We should send a team to follow the transmission source. Es ist ja nicht so, als würden wir, wenn wir angreifen, wenn wir auch wenn wir Aliens angreifen würden, ist ja nicht so, als würden wir Humans brüllen oder Menschen. Ne? Also, egal.
Egal wie primitiv wir wären. Ich glaube, wenn wir primitiv wären, dann würden wir noch nicht mal einen eigenen Namen für uns haben. Dann würden wir eher sagen so, und das war's dann. Also, weird. We should send the team to follow the transmission source. If we hurry, we might be able to take back the drive core before it moves deeper into Bulgari territory. Whoever you send, they'd better expect a gunfight. Ja, ich glaube, ich schicke einfach dasselbe Team wie gerade eben. Das hat es ganz gut hingekriegt. So. Okay, irgendwie, die Map kennen wir irgendwie auch schon gefühlt. Genau. So, klingt auch gut, sag ich mal. So, jetzt mal auf die Wounded. Dankeschön. So. Hast du auch wieder hingekriegt. Our squadron has destroyed all resistance at the military base. N5. The site is open to exploration and scavenging. Nice. Und wir haben alle nur Pistolen verwendet. Warum haben wir alle nur Pistolen verwendet? Explore underground bunkers for resources. Order your squad to explore and scavenge room by room. Anything you find is carried up to your ship. Grab as much as you can before the storms close in. Okay, your base depends on resource for new development, bla bla bla. Okay, also Explorer. Ah, okay. So, return to base. We resecured the outpost from the Bulgari, but we couldn't capture those at flat. If the drive core was ever there, it isn't anymore. Yes, super. The good news is the outpost is always now, and I've had my people take a look around. Their findings are several. One, that fight would have been a lot harder if we had arrived a week later than we did. The place was mostly still dormant, and we found evidence to suggest that the Bulgar had only arrived a day or two earlier. Okay. The facilities at the outpost are largely intact, despite having been long abandoned. I've ordered a team to begin preparing the base for us. The workshops and research facilities are highly advanced, so it'll take time to properly understand how it all works. 3. The technology at the outpost bears a striking resemblance to what which powers our ship. This is expected. The ancients who sent interstellar gift to Terra those years ago were presumed to be masters of their planet. This planet. We can be sure that they are the ones who originally constructed this outpost. Okay, das Volgas sind also nicht die. Und aber die Frage ist, wo sind dann diese tollen Master, wenn die jetzt tot sind? Ne? Das ist, Tod ist tot. Lastly, following from this, we can rule out the Volgas being the ancient race who brought us here. Their tech is entirely different. Could they be the great evil we were warned about in the message of the gift? Whoever they are outsiders to the world. Just like us. Ja, ist ja total super, wenn uns jetzt mal irgendwer davon erzählt, dass so, ja, hör, da wohin fliegen, da gibt's ein großes Böse. Super. I heard something strange before, Captain. It was after our emergency landing on this mission. My senses detected a wave frequency which resembles a distress signal. However, the behavior of the wave was peculiar. Any repeated signal generated by a machine is expected to vary within a small range due to interference. We can predict these variations even in this planet's unusual atmosphere and terrain. Finding patterns is how we isolate signals. This wave differed. Its variation was so chaotic that my human interface had to help intuit. Yes. Intuit it. It was the difference between the even rhythm of a heartbeat and the erratic maelstrom of a brainwave. Captain, I hear it again now. The signal has returned. I feel curious. Do you feel this too? Yeah, sure. Let's feel curious.
So, und ich würde sagen, wir machen es wieder. Oh, was haben wir? Oh, my squad has destroyed all resistance. Ah, leider, Schmerzen. Wounded. Diese Leitwaffe ist echt fies. Ja, wir hätten diesmal nicht den Wedge verwenden dürfen, sondern sie ein bisschen weiter auseinander streuen müssen. There's an ancient structure buried in the desert here. Our ship's comms arise has lit up and is resonating with the core of the buried device. Athena. Hm, wer bist du denn? Whoever sent Interstellar Gift led us to find this place and gave us the key to wake it. Oh, Captain, you will want to see this. Was ist es? Es explodiert. Soll das so? Das sieht ein bisschen aus wie ein Ei. Erinnert ihr euch noch an Star Trek The Next Generation, die erste Mission? Irgendwie irgendwas at Farpoint? Daran hat mich dieses Viech gerade erinnert. Beauty! My creator spent much time and effort attempting to endow my cybernetic self with my human self's understanding of this concept. The process spanned all trimesters of my development. In the end, they settled for a rough approximation of the idea which lacked one vital piece. Captain, I discovered that piece today. We could not confirm the source of the unusual distress signal. However, the Psi proved to be far more fruitful in its yield. An ancient citadel buried beneath the sands. An ancient citadel? Etwa eine Tempest Citadel? Credit rolls. When the exploratory team triggered its activation mechanism, I could feel awakening. It compelled me to move to the outer deck and watch it rise. Warte, AI kann irgendwie sich im Schiff rumbewegen? Was? That was the moment. Though I do not breathe anymore, Captain, it recalled in me the memory of having my breath taken away. We've claimed the citadel for ourselves. It now looms above the clouds. Although many of its buildings remain dormant or broken, we may in time find the means to bring it all back to life. Just as was once done to me. Using the citadel as a base, you can get your research and engineering teams up and running. As this planet appears hostile, you should develop a stronger weapon than pistols. Welcher Volltrottel hat denn gedacht so, wir schicken die jetzt mal zur Rettung der Menschheit, zur Rettung des Planetens und wir geben ihnen nur Pistolen mit. Welcher Depp macht das denn? Seriously? Nicht mal irgendwie Gewehre? Nicht mal eine Uzi? Research and build the rifle for best results, fine. Build 6 to equip the whole squad. Yes, I will do that. Meine Fresse. Muss ich mal vorstellen. Muss ich mal vorstellen, ihr werdet irgendwie zur Mission geschickt. Hier, fremder Planet. Sonst wo. 30.000 Milliarden Lichtjahre weg von hier. Und ihr habt nur fucking Pistolen. Ich mag Pistolen. Ich mag Pistolen. Aber ich weiß ganz genau, ein Sturmgewehr ist besser. Research projects are grouped into topics called research spheres. New projects begin automatically as soon as they are available. It is up to you to direct research, which branches to explore, vermutlich, and which to hold. Your choices will have a huge impact on abilities of your base and crew over time. Sometimes you will need to construct a new module to advance the campaign to continue research in the sphere. Okay. Okay, 2 Tage braucht das jetzt. So. Dann werden jetzt auch schon an Hydroponics geforscht. Das ist auch gut.
Außerdem können wir jetzt ingenieren. Before you can equip your squad with the equipment, you must build it. Bla bla, natürlich. Ernsthaft, ihr braucht 30 Tage, um eine fucking... um 7 fucking Gewehre zu bauen? Wir werden das nie schaffen, ey. Wir werden das ja nie schaffen. Wir werden alle sterben auf diesem Scheißplaneten. So, wir bräuchten jetzt Hydroponics. Können wir... Können wir hier was bauen? Like this? So geht das. Schön. Okay, das hier kann ich Leute anschauen. Hier werden... Achso, ich mache ja schon... Was ist das denn? Ach, das ist die falsche Mission. Ja, bla, will ich die noch sehen? Nö. Okay, wenn wir unser Landegerät noch ausbauen, dann können wir auch mehr Leute mitnehmen. Sehr praktisch. So. So, ja, wann... warum? Können wir, ich will bitte. Super. Ich. Okay, die beiden haben schon die Gewehre, deswegen kann ich denen hier kein Gewehr mehr geben. Oder wie ist das? Okay, ja, so ist das tatsächlich. Und D-Mark.
Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei mir im GameLab. Wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Okay, dann schauen wir hier mal. Da wird ja gerade hier das Hydroponics-Ding gebaut. So, warte mal. Hier. Wir könnten es auch upgraden. Das könnten wir tun. Machen wir doch gerade mal. Ich weiß ernsthaft nicht, was diese 1 mir sagen will. Muss ich das irgendwo hier reinziehen? Was ist das? Ich bin sehr irritiert. Okay, dann herzlich willkommen. Viel Spaß beim Lurken und genau. Falls du irgendwann mal Gespräche suchst mit dich, mit dir persönlich, dann sag einfach wieder Hallo, ansonsten lasse ich dich in Ruhe. So, Bonehawk, Athena tells me you have a new module design on the table and I'm sure there will be more to come. If we're going to build everything, you will need more resources. Claro, resources. Find me some new mission sites and we'll soon scavenge the materials for this build. I'm sure if enough time passes, we'll detect some suitable sites. Or if needs must, I can dismantle our existing tech and recycle some resources. But I don't think that will be enough this time. Gut. Hier wird wieder Dinge erforscht. Hierfür Engineering Bay. Okay. Wo kriege ich denn die Engineering Bay? Ah, hier. So. Ja, dann so, haben denn jetzt auch alle ein Gewehr? Gut. Sogar Leute, die nicht mit auf Mission gehen, haben jetzt ein Gewehr. Gut. Hier kann auch weiter geforscht werden. Good day, Captain von Athena. My apologies for not reporting in sooner, but my work began as soon as I was woken from cryostasis, and there's scarcely an end in sight. My call sign is Athena, and I'm the senior research officer of this Terran company. Wir haben dich doch schon getroffen. Warum? Erzählst du es nochmal? Now having a base of operations near the surface, studying this world has become much less taxing. Thus, I dispatched a team to survey the area around our new ground settlement soon after we took control. When a member of our team was at scouting, they witnessed something more than little worrying, and I have asked Dusker's scout to confirm. The reports are true. A sizable Vulgari detachment is readying to attack the base. We managed to assess their stores. It appears they've only brought a minimum of supplies, which means they're planning a quick and brutal strike. Okay.
Die wollen schnell angreifen, dann schauen wir doch schnell zurück. We need to organize a defensive team now, like wild animals that will gonna mean to reclaim the territory. And they're out for blood. Ja, dann würde ich sagen so, fuck you. Greifen wir doch zurück an. Warum fangen die bei unserer Mission, bei unserer Base an und nicht da, wo wir anfangen? Das ist. So. Gut. Hat wunderbar funktioniert. Irgendwer wurde verletzt. Rudy. Aber wird schon passen. Was, die Gegner hatten auch Schrotflinten. Das ist ja gemein. Ich will die Schrotflinte auch haben. Hehe, das sieht aus wie ein sehr, sehr seltsamer. Egal, lassen wir es. The siege took a heavier toll on our forces than I would have thought. The enemies, they didn't behave like they did before. They didn't retreat. Even when it was clear that they were going to lose, they're more savage now, vengeful. And my men took a look through the remains of the Volgari encampment. The little supplies they had, they were locally procured, some so fresh they were still wriggling. Wherever the heartland is, it has to be far enough that a supply line would have been untenable, but not so far that they let it stop them. Since our first encounter with the Volga, we suspect that they operate on a different code, but it looks like they've come unhinged. The reckless bunch with terrifying strength, and it makes them dangerously unpredictable. Okay, cool. Leute, die irgendwie nicht so lesbar sind, kommen und wollen uns einen Kragen. Total geil. I used to watch bullfights with my father as a kid, until one match had ended like no other. That day he said to me, some bulls you just shouldn't dance with. Ja, Bullfighting ist eh auch noch so eine Arschaktion, aber red mir nicht drüber oder so. So. Was ist das denn? So, genau, alle Forschung mal bitte hier rein. I've been investigating the technology harbored in the Citadel. To cover the most ground, I split up our small pool of researchers and instruct them to also keep an eye out for the component we need to return home to Terra. The results have been less than ideal. It seems we won't find a hyperspace catalyst so easily. Now the team is requesting what they consider more reasonable working conditions, which consists of longer breaks and more supplies during the this exploratory phase. They were so desperate that after I denied them, they threatened to bring the matter to you directly. They failed to realize that these are extraordinary circumstances. I'd already ensured that everyone on the team received adequate rest and sustenance. I see no reason to appease their laziness by taxing our limited resources further, nor justification for the delay in our settlement of the planet. However, I gave my word I would bring the matter to you myself. I will not allow them to make a lie out of me. What are your orders, Captain? Okay, ich vertraue einfach mal der Athena, dass sie da schaut, dass alle. Nein. Wird denied. Ich vertraue in ihre Expertise. Die Leute sollen jetzt mal kurz arbeiten, weil hinterher. Glauben die noch so, das könnten sie immer machen. Das wäre scheiße. So. Das Gute ist, danach habe ich, ich glaube, einen Researcher mehr. Wie war das?
Oh. Noise things. Some my awesome owners took every opportunity to express their discontent, but they delivered on their work quickly and efficiently. We will soon learn everything there is to know about the ancient citadel. I took note of the morale of work progress. True, it seemed important to them to make their feelings known to me, yet it amused me to think how they would react if they knew how little I cared. Wie gut. Die Frau gefällt mir. Ja, ja, ihr könnt ruhig meckern und das ist sehr wichtig für euch, dass ich weiß, wie viel ihr gemeckert habt. Aber wisst ihr was? Eigentlich, don't care. Voll gut. We've also uncovered what appears to be a mystical artifact from the ancient civilization. Its inner workings go beyond our current understanding, but preliminary tests have demonstrated the artifact's ability to detect individual storm bodies along with, among other readings, their magnitude and trajectory. Gut, wir wissen also, wo Stürme sind, wohin sie gehen und wie krass sie sind. It's clear to me, given how meticulously it was built and how far more advanced it is to anything else we found in the Citadel, that the artifact was important to the ancient. But why? Well, Stürme, so fiese Stürme, wie hier sie anscheinend existieren, ist schon irgendwie gut, wenn man rausfindet, warum und wo und so, ne? Captain, I can hear it again. The wave frequency has a different point of origin now. However, I can confirm that it is the same signal which led us to a Citadel. Initial scans of the area show moderate levels of wildlife activity. Investigating the site will require a team of combatants to first clear the area before researchers can be safely deployed. Please advise, Captain, if we do not act quickly, the signal may vanish before we arrive. We must not lose it again. Claro, hinder! So. Da drüben sind die Käferli. Anscheinend sind das auch nur 5 Stück. So. Ja, coolio. Das war's. Unscathed, keine Sachen. Oh, das hat richtig viel gebracht. Weiter können wir nicht schauen. Schade. So, we were too late. The signal had ceased before our team reached our destination. In place of answers, however, we discovered the ruins of an ancient factory. Schade. It appears to have been used in the manufacture of airships before it was abandoned. None were left for us to salvage. No signs of a hyperspace cuddles either. A boon came from elsewhere. Among our finds, were some blueprints and a collection of spare parts in near-perfect condition. Hammer and Athena have surmised from this hall that we may be able to upgrade our ship's engines. Yeah! The upgrade will take some time to develop and fully integrate. In this place, we will acquire the ability to travel to sites previously out of reach in order to procure more resources, claim more territory and discover more of the ancient technology. Yay, super! Weiter reisen, mehr finden, immer gut! I've been assured that the changes we have to make to our lander's infrastructure will not affect its interstellar capabilities. Should we obtain a hyperspace catalyst in the near future, we will still be able to return to Terra. Sehr gut. So, dann also. Das will ich bitte gerne vorher erforscht haben. Hä? Ah, okay, wir könnten nochmal 4 neue Leute hinzuholen. The Citadel has brought a small group of personnel out of deep cryostasis. You can now wake them up to join your crew or leave them in a light cryosleep until you are ready for them. Okay. Exploit the blueprints to create a new engine design. Achso, das ist das hier. Ja, eigentlich will ich, wie gesagt, zuerst das hier kurz
Heads up. We expanded our scope, scouting for Volgari base since we upgraded our ships. Caught something big. An ancient side-turned enemy settlement, but this ain't like this the last time. Volga have the whole space up and running. Strange reading coming out from there too. Powerful readings. They're working on something stronger than anything they've thrown at us, and it's not giving me a good feeling. Haven't seen any test run out of settlement, but I say we hear them before they're ready. Name your team. Ja, dann lass mal krachen hier. Sagen hier gegen Proximity. Hä? Wohin geht ihr? Die gehen einmal jetzt da durch. Auch gut. Einfach alle mal durchmarschiert und voll egal. Gehen weiter. Weil ich ihnen aus Versehen gesagt habe, so, ja, ihr sollt dahin gehen. Dann sagen sie einfach so, ja, klaro. Gehen wir komplett einmal durch. Crew member gain individual experience as they work on complete missions. Over time, the experience will improve their health and skills as they rise through their levels. They can also gain perks as they level up that allow special bonuses to boost your performance. Award your first perk now. So, perk. As our crew gains experience, blah blah. So, the Rudy. Your mind has awakened, your ability to understand your and manipulate ideas has increased. Okay, dann hier schön. So, that was disappointing. I've allocated considerable time to studying the weather patterns on this planet. And although much of the storm's movement can be predicted, the sunstorm shift we saw on this battle was just one of many instances in which they defied understanding. The cloud that ended the battle was set to travel along a path nowhere near the Volgari settlement, yet now it's claimed to side, and the ancient artifact along with it. Ach, burp, ich wollte das haben. Casualties on either side could have been much worse. However, I trust I do not need to stress how valuable the artifact would be in our hands, at the least, and it is no longer in those of the Volga. Ja, wenigstens etwas. Warte mal hier. So. Das hier. Was können denn die Quarters? Würde ich auch upgraden. Laboratory. Definitely. Okay. Arbeitet.
Was ist das? Das ist Immigration. Das sind Artifacts. So, Darkbreed, we have an emergency. Someone's attacking the abandoned factory we recently took. We don't know which faction it is, but they're hitting us hard. Captain, something isn't right with this. Soldier who raided in. He and every other Terran soldier with us are battle-hardened veterans, trained to face any threat. Terra's finest, but this soldier, when he spoke about the enemy, his voice trembled. Immer ein gutes Zeichen, wenn die Leute, die total viel Ahnung vom Krieg führen haben, Angst haben im Kampf. Das heißt, echt scheiße, hier ist Kacke am Dampfen. He said they came from the skies with wings like angels and lights that burned the sands to glass. We still have the line open, but we can't assume it'll be for long. Do we defend the factory or a retreat? Full retreat. Dankeschön. Oh, ha. I'm taken now. I'm taken from a bite. I'm scratched back. Your body hold no claws, no color, no meat, but I see now. Vulgar, brother. Vulgar. By the hungry dog, I'm Sir Kazanzerg. By those like you, I am the ladybug. And have you seen anything so pretty? Listen now, brother. The ancient treasure I held now rests in the stomach of a storm. You saw. I know where another treasure sleeps, but a herd of beasts surrounds it. Help me take it and I will help you. We will lay down our arms. We will stand side by side. Say yes now and I will give back your stolen thing. I will give you another gift with it. This is our custom. Okay, fly with the ladybug, sure. So, die Soldaten haben es auch rausgeschafft. Finde ich sehr gut. Can't get damage out of my head. If it's true what these people are capable of, then God help us. God help us all. So. Gut, die. Okay. Ja, bitte killt das mal, dankeschön. Our squad has destroyed all the resistance and military. Critical wound. Oh. You have to want to know what this treasure is, why I want it. It is simple. Long ago, the old ones thought like any animal does. A dog in a boat, a turtle and unhatched eggs, a bird and a bite of fish warming in its throat. If it's precious, hide it, bury it. But the old ones did not dig in the dirt or sand. They had their metal and crystal, that their treasures. And what did they hide in it? What was their precious thing? The precious thing for every animal who walks on 2 feet. Secrets. The hunt is done. The quarry is mine. Thank you for helping me, brother. Many secrets will now be born in my home. Many, many secrets. Old and new. Und was haben wir jetzt dafür bekommen? We see our home. Something is. Help, Captain. We
I am we now. We're broken. Something on this ship. We see our home. What is this? No, Aya isn't one of one mind. She's betraying you. We're betraying you. We're sending intel to someone. We see our home. Hurry, search the citadel. Stop us before they know everything. Help, we see our home. Our old home on Terra. Burning. Okay, investigate this shit. Das kann nicht gut sein. Das kann so gar nicht gut sein. So, unsere Medics wecken wir mal auf. Definitiv. So, er kann einen Perk jetzt wieder freischalten. Wir könnten ihm hier, wir geben ihm Charming. Bisschen helfen hier. Proficient. Na komm, du kriegst die Safe Hands. Researcher. Ja. Medical. So. Ach, wow, das ist jetzt was Neues. Achso, wir wecken die ja gerade erst, deswegen... Okay, lassen wir die jetzt mal wecken. So. Das heißt, jetzt können wir unser Squad auch mit dem Gas hier auffüllen. Und Gas hat auch ein Gewehr. Gut. The news is poor, Captain. Although we have located and disabled the source of the influence affecting Officer Sparks, the damage is done. The biotech virus has taken root. I was able to purge a cybernetic self of abnormalities, but the dominant human half remains compromised. Even now, she's involuntarily leaking information to the outside, far outside our borders. I've tried to minimize the leak by having her functions and mainframe access limited while the crew takes manual control where possible. However, the only way to stop the leak outright would be to shut her down completely, and she's too integral to the Citadel system. Secrets old and new, I trust I don't need to name the authors of this attack. We shouldn't have suspected that the drive core was a fake, but the terraform drive was an original component from the ancient interstellar gift. We knew too little of its inner workings, and with the enemy's expertise in biotechnology, Spark's dual nature left her the most vulnerable to their attack. Her condition is stable for the time being, however, unless we can reach the Volgari base where this malady was birthed, Officer Sparks will never recover. Ladybug will have won. Shit. So, ist die Frage. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und kämpfen das mal kurz hier durch. Oh, also.
shit. Nein! Fuck, alle tot. Alle tot. Ach, warte mal. Das. Kann es sein, dass es nicht gespeichert wurde gerade? Interessant. Ich glaube, es wurde tatsächlich gerade nicht gespeichert. Das heißt, ich kann das jetzt nochmal probieren. Das hat jetzt besser funktioniert. Weil das letzte Mal war richtig schlimm, ey. Captain, this bunker is an operational warehouse with an active power source. We can set up an away base here and salvage the resource for many months. Cool. The factory has come alive. Us researchers and scavengers scoured the central control room in the upper levels. They tried everything they could fathom to reactivate the manufacturing process. However, the efforts were futile. Nothing they could restart the factory. They were convinced that it was dead. In mere hours after the unknown faction took control of the site, even at this distance we could detect a sudden influx of energy. Whatever knowledge of the ancient technology we lacked, they had in abundance. I wonder, Captain, could it be them? The other officers agree we must make contact with the faction. Oh, the Angry Dragon! Was geht denn? Sorry, dass ich gerade noch nicht drauf aufgepasst habe. Wie geht's? Schön, dass du da bist. I'm sure you had the same thought, Captain. These people are the very ancients who called us to the Storm Planet. We cannot lose this opportunity to open dialogue with them. Yet I feel something else. Moments before the factory's reactivation, I heard the signal again, coming from somewhere beneath its upper levels. Then the wave frequency distorted, coinciding with the power surges before they're abruptly cutting out. In my human heart, there is fear that the signal has been lost forever. I cannot explain it. Is it sadness? No, it feels different. It feels darker. The faction's presence at the factory gives us a location to which to relay a message. The question remains, should we send a message of peace or declaration of war? Versuchen wir mal lieber mit Frieden. Ja, ist schön, dass du vorbeischaust. Freut mich total. Wir streamen hier gerade Tempest Citadel. Ein, ja, sagen wir mal ein taktisches RPG. Find's interessant. Ein bisschen schade, dass ich ein wenig Einfluss auf die Kämpfe habe. Aber, genau. Ja, mir geht's übrigens auch gut. Bin nur ein bisschen müde, aber ich glaube, es liegt auch an dem ganzen nach der Reise erschöpft sein und so. That you would speak to us with respect shows you have a modicum of wisdom. Yet you're folly in addressing us as your equals, that you would presume to offer us a choice shows the pathetic limits of your being. Vermin, I'm king. Your neighbors with whom you squabble are all the same, you are trespassers. Every settlement you claim with your filthy claws, every bite of knowledge you steal from the scraps that fall off the table, every footstep with which you scar this planet's glorious face as an obscenity. And we will not suffer it. We will take back what is ours and purge the world of the swilling filth that poisons it. Hear me, you're putrid, ignorable, ignoble. You're nothing. The rabid desperation you call your civilization is merely a byproduct of the chaos that endangers the universe. We are order,
and by our sword you will know an ugly death. Hat ja ganz gut funktioniert, diese Friedensbotschaft. Ja, ne? Genau, auf Heimreise war auch okay. War ein bisschen nervig zwar, weil anscheinend hat der, also unser der Zollbeamte, der uns gefragt hat, so was denn in unserem Karton drin ist, weil wir hatten keinen Platz mehr im Koffer, deswegen haben wir so einen extra kleinen Karton gehabt. Der war wohl irgendwie, der hat wohl vermutet, dass wir jetzt die alte Frau plus Sohn verreisen und bringen in Wahrheit aber Drogen mit oder so Tour abziehen. Schätzungsweise hat er das geglaubt. Jedenfalls hat er uns rausgepickt aus der Menge und wollte den Karton aufmachen. Das war natürlich total praktisch, weil er hatte natürlich keine Schnur, um wieder den Karton zuzumachen, damit wir den irgendwie halbwegs anständig wieder nach Hause tragen können. Ja. War etwas nerviger dadurch, ging aber. Aber ja. Ging auch relativ schnell. Fahrt von Frankfurt hierher war dann okay. Flug war halt auch irgendwie erschöpfend, aber war okay, sag ich mal. Genau. Genau. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was. Und war halt super unpraktisch ist außerdem, dass auch claro, ja, der Zoll ist keine Service-Angelegenheit. Das heißt, so von wegen, wenn die ein Paket aufmachen, müssen sie auch nicht dafür wieder sorgen, dass es wieder zugeht. Ich muss aber zugeben, es wäre halt schon cool, wenn sie es täten. Ich habe halt am Anfang gefragt, so, ja, haben sie irgendwie auch eine Schnur, um es wieder zuzubinden? Und er so, nee, bin ja kein Drogerieladen. Das ist korrekt, ja, er ist kein Drogerieladen, aber es wäre halt schon irgendwie praktisch gewesen, wenn wir irgendwie danach wieder eine Möglichkeit gehabt hätten, das wieder dann so zuzumachen, ne? Weil so war es halt irgendwie pain in die ersten ziemlich nervig. So. So. Ja, also wie gesagt, ich bin ihm auch nicht böse. Das ist halt ihr Job. Es ist auch ihr Job, uns nicht zu glauben. Deswegen bin ich auch nicht böse. Aber nervig war es halt schon, ne? Und weiß nicht, diese dumme Antwort von wegen, ja, bin kein Drogerieladen, hätte er sich halt auch sparen können. Aber ja. Your squad can gain insight during missions. Spend your insight on different areas using the insight panel. Hovering over an area shows the current insight level and the impact of successive levels in that area. Many areas are transformed by insight, but it's not in short supply to choose wisely. But it is in short supply, not in supply. So, das heißt, entweder können wir das machen oder das hier. Resources. Hört sich gut an. Wenn wir davon dann mehr haben in Zukunft. Ja, können wir. Braucht ja noch Ewigkeiten, bis das fertig ist, ey. Wäre total super, wenn wir hier mal Medical erforschen könnten. Ja, gut.
Dann greifen wir halt so lange irgendwelche Leute an. Einer wurde verletzt, Jax wurde verletzt, aber das ist schon okay. Unsere Leute sind schon ein bisschen krass so. So, aber hauen wir ab. Ich würde sagen, haben genügend gesammelt. Squatch darf außerdem auch einen Perk bekommen. Ich finde aber die hier alle dumm. Muss ich zugeben. Gut. Build. Ja, könnten wir welche bauen. Einfach, weil geht. Ich sollte mal kurz speichern, ne? So, dann hoffen wir jetzt mal. Verdammt, da wurde eine von Gift dahin gerafft. Da, drei Stück. Okay, aber das heilt sich wieder raus. Das ist sehr gut. Es wäre ja fast schief gegangen. Nein, das ist kein Frieden, was ich da produziere. Ganz sicher nicht. Aber die haben angefangen oder so. Nein, haben sie nicht. Ich weiß. Ich weiß es ja eh. Sie haben nicht angefangen. Wir haben angefangen. Wir sind ja hier die Alien Invaders. From sonst wo. Von daher. Ist mir durchaus bewusst. Cool, endlich. Kann man hier Dinge erforschen. Fuck ja, Mann. Bitte, das hier total viel wichtiger als alles andere. Okay, 10 Tage braucht das. Gut, damit kann ich leben.
Wenn das könnte man eigentlich. Achso, warte mal, mein Squad ist jetzt aber mittlerweile. Besteht aus Leuten, die so ein bisschen angekratzt sind, ne? Genau. Genau, Gas sollte einfach mal raus. Squatch ist dabei, Neophyte ist dabei. Jaws ist leider auch dabei, sollte aber eigentlich auch nicht dabei sein. Clam und Jax sind dabei, sollten auch nicht dabei sein. Ja, blöd. Weil jetzt haben wir nur Neophyte und Squatch, die dabei sind. Ach, Göttern. Zur Not. Okay, das heißt, jetzt hiervon hat keiner mehr eine Wunde. 3, 4, 5 und Start. Gefällt mir zwar jetzt nicht ganz so gut. Vor allem, ich glaube, was haben wir für eine Kampfstärke? Ich habe keine Ahnung gerade. Ich speichere mal. Krieg gehört zu Videospielen. Leider, leider. Viel zu oft. Wir werden aber demnächst auch ein anderes Spiel spielen. Da werden wir keinen Krieg führen und trotzdem werden wir quasi kämpfen. Es ist ein bisschen ein weirdes Spiel, aber. Also so vom Konzept her. Aber es geht darum, gegen andere. Also tatsächlich im Multiplayer mit anderen um die Wette zu daten, quasi. Das klingt ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, das könnte total cool sein. So, irgendwer hat sich verletzt. Natürlich, Stud hat sich verletzt. Captain, this bunker is an operation of warehouse. We have this. Ja, super. Cool. Ja, wunderbar, wunderbar. Nee, bei Murderous, da ist ja auch quasi Krieg. Genau, ich rede von diesem komischen Dating-Spiel. Warte, wie heißt das? Warte mal, ich muss kurz nachschauen, wie es heißt. Ich hab's. Warte, wo ist es denn jetzt? Monster Prom, genau. Es heißt Monster Prom. Und warte, ich kann euch ja mal kurz die Steam-Page davon schicken. Es ist, ich find's total witzig. Genau, es geht darum, wir haben anscheinend 3 Wochen, um ein Date zu bekommen für den Monster-Abschlussball. Und genau, mit bis zu 4 Mitspielern. Und natürlich. Natürlich werden wir das dann rocken müssen. Eventuell spiele ich das dann an dem Tag auch nicht alleine, sondern habe dann Verstärkung. Das finde ich ganz cool. Das wird dann, wird keine vom Entwicklerteam sein, sondern eine Person, die ich einfach so kenne. Das finde ich aber auch ziemlich cool. Die ist auch in Spielen unterwegs. So, aber dann wollen wir jetzt nochmal hier schauen, was wir hier gegen die Leute hinkriegen. Ich glaube, wir wurden einmal getroffen von irgendeiner Scheißgranate. Aber geht.
So, cool. Weiteres Ding hier geclaimed. So, also hier. Können wir schauen, speichern wir wieder hier. Genau, schauen wir mal, gegen das dieses Charybdis fähig kaputt kriegen, weil das schießt halt so Kackgift in der Gegend rum. Leider ist dabei unsere Jaws umgekippt. Das finde ich gar nicht gut. Ach ja, ein Murderous Pursuits habe ich vorhin gestreamt, von daher quasi schon schon dann. Genau, Jaws sollten wir aus dem Squad raus wieder. Erstmal. Hat ja doch eine ernstere Verletzung. Also. Dafür darf Gas mit. Schön. Warte mal, wann ist das eigentlich das mit dieser dummen Erforschung fertig hier? Und hätte nicht mal irgendwie. So. Hm? Hat denn irgendwer die Binoculars dabei? Neophyte hat sie dabei. Okay. Ist Neophyte auch im Team? Squad? Ja, gut. Gut, dann ist mir wurscht. So. Klinik. Endlich. 8 Tage. So, mal schauen. Ach ja, ich weiß gerade, ich glaube, ich habe schon angefangen, den Satz zu sagen, aber dann wieder aufgehört, den zu sagen. Finde cool, dass dein PC bald fertig ist. Super. Was wirst du denn als erstes damit spielen? Das ist so für mich jetzt erstmal die Frage. Oh shit. Yeah, continue from last checkpoint. Dankeschön. What the shit, man. Okay, strongest. I'm here to serve. Ja, das war sehr viel besser.
Wir sind aber gerade um die Ecke gekommen und wurden einfach nur von anderen weggebratzt. Das ist nicht so cool gewesen. So. So, noch alles hochfinden. Und los geht's. Sehr gut. Dead by Daylight. Am Freitag. Warte, bist du am Freitag dann nicht bei Dings dabei? Bei. Och, sag mir doch, wie es heißt. Darwin Project. Mir fällt außerdem gerade ein, dafür, dass ich vorhin gemeint habe, so. Ach ja, das Spiel ist okay. Spiele ich es jetzt schon verdammt lange, ne? Ich habe es jetzt irgendwie jetzt knapp 2 Stunden fast bald, ne? Das Gute ist, nachdem am Anfang war ja echt schön viel, krass viel Text so zu lesen. Jetzt muss ich gar nicht mehr so viel Text lesen. Das hat mich ja, ich muss sagen, es war durchaus nicht so geil. Durchaus ein Upturner gewesen. Aber ja, jetzt geht's. Und ja, eigentlich, ich könnte immer noch viel Text lesen, wenn ich jetzt hier mal auf, Wort gehe und hier das hier alles mal lese. Aber. Das muss ich jetzt erstmal nicht tun. Bin aber gespannt, was hier noch so an alles Text hier auftauchen wird. Wir sind. Hä? Ich dachte. Nö. Soweit ich weiß, ist es nicht so. Das. Warte mal, ich schaue nochmal nach. Hab doch hier. Hier, David Project. Gerade aktuell steht das doch, also sind 7 Leute und ich glaube, Darwin Project kann man doch zu 12 spielen. Oder zumindest 10, weil ich lese hier nur, dass wir insgesamt 7 Leute wären. Das heißt, du kannst da noch locker mitmachen. Schreib einfach nochmal Lex an. Oder nee, ich glaube, MidiFlow hat das angeleitet, ne? Ja, MidiFlow hat das angeleitet. Dann frag mal den MidiFlow nochmal. Weil ich bin mir relativ sicher, dass da noch Platz ist. Gut. Aber machen wir jetzt mal weiter. Wir spielen jetzt Dungeon Rushes. Dungeon Rushes habe ich auch tatsächlich von dem Menschen, der da Werbung für macht, direkt